Und einen Bestienbogen auch. Sag ich noch, Fliegende. Fliegender Wächter. Was will der denn? Ab nach oben. Kommen wir eigentlich bis da oben hin? Ja, mit genug Ausdauer kommt man auf jeden Fall. Was? Hallo? Link? Ach, hier. Muss man in so einem Vorsprung. Bam! Da ist sogar eine Truhe. Und jetzt. Ich glaube, wenn man dem mit einem antiken Pfeil ins Auge trifft, dann ist der One-Hit. Problem ist, trefft den mal. So. Wir machen jetzt erstmal. Hallo? Was? Hier bin ich. So, jetzt erstmal hier. Oh, wir können ihn nicht mal mit dem Stasis-Modul anhalten. Hier bin ich. Hallo? Nee, oder? Nicht getroffen. Menno. Der ist zu weit weg. Blöd, Mann. Ach, ich bin da blöd. Alter, ich bin so blöd. Ich habe nicht das Stasis-Modul ausprobiert, sondern eben das Magnetmodul. Jetzt beruhigt er sich manchmal, mal auch irgendwann. Ah, da. Gut, nächster Versuch. Wir müssen den möglichst nah hier so anlocken. Bisschen da mit dem Feuerfall. Zack. So, hier bin ich. Dann hier bin ich. Hallo. Hier. Wow. Instant Schuss oder was hier? Da. Dein Ernst? Das nächste Mal kriegst du eine Bombe in die Fresse. Alter. So, jetzt hier. Zack. Das Spiel möchte nicht, dass wir hier oben sicher sind. Das Spiel möchte, dass wir runtergehen. Hier hast du eine Bombe. Zack. Bam. Schön aus der Umlaufbahn. So, und jetzt hier. Einmal das. Hallo? Ey, was soll das? Ich habe das dezente Gefühl, der Wächter will uns verarschen. Hier. Hallo. Noch eine Runde. Ist ja gar kein Problem. So, hier. Jetzt. Zack. Einmal für dich. So, als Willkommensgruß. Und dann. Zack. Geht doch. Alter.
Jetzt reicht's mir. So. Alter, was soll das? War das noch der Todestreffer oder was? Hätte ich jetzt keine Fee gehabt, dann ja. Machen wir erstmal einen Fisch. So. Wie war das? Da ist was. Hier in der Nähe ist auf jeden Fall nichts. Wir müssen auf jeden Fall in die Mitte. Zack. Und nach oben. Was ist drin? Was ist drin? Bombenpfeile. In den letzten Räumen kommen dann noch die... Kommen dann noch 15 Nanowächter. Keine Ahnung, was in den letzten Raum kommt. DW, das war's. Gut. Dann geht es jetzt weiter. Geil! Ein antiker Pfeil wieder. Sehr gut. Der antike Pfeil, der daneben gegangen ist, konnten wir wieder aufsammeln. Deswegen bin ich nochmal hier lang gelaufen. Weil man sieht ja immer so ein leichtes Blinken von den Pfeilen her. Oder allgemein von Items, die rumliegen. Deswegen, ja. Nein, verdammt. Okay, diesmal meinen sie es echt gut. Nee, oder? Wehe, das hat jetzt den Läufer auf mich aufmerksam gemacht. Bam. So. Und jetzt, komm her. Guck mich an. Bam. Den hat zum schon mal zerlegt. Und deswegen, genau deswegen sollte man den Leuen platt machen. Weiß nur nicht. Wir klettern jetzt erstmal hoch zu dem. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Hier erwischt er uns nicht. Okay. Hallöle, ich komm hoch zu dir. Frage ich mich nur gerade, mit Stasis-Modul? Ja. Versuch mit dem Stasis-Modul. Ich weiß nicht, machen die antiken Pfeile uns auch Schaden? Nein, machen sie nicht. Geil. Bam. Ja, klar. So, jetzt gucken wir nochmal kurz hier. Hier ist auf jeden Fall nichts Metallisches. Okay. So. Schau mir in die Augen, Kleiner. Hier bin ich. Hallo, jetzt. So muss das laufen.
dieses Beine abhacken bringt gar nichts hier, weil das... Also im Nahkampf ist es auf jeden Fall gut, dem die Beine abzuhacken, aber was bringt es, wenn die nichts droppen? Was hier? Ein Königsbogen. Ja, nehmen wir mit. Warum ist hier ein Stück von Schloss Hyrule? Frage ich mich gerade. Und wieder ein Königsschild. Alter, ich brauche das ganze Zeug gar nicht. Ich mach die alle mit meinen Skills platt. Hier. Ciao. Hallo? Hallo. Wir müssen von der Seite lang. Bam. So, und jetzt? Eine Waffe weniger. Und ein paar Pfeile mehr. Alter, hier ist jetzt so viel Zeug, was wir einsammeln können. Gar nicht mehr gewohnt. Ein Schwertling. Können wir gleich nochmal kochen? Oder warum kriegen wir jetzt noch so viel Zeug? Kriegen wir jetzt vor dem End-End-End-Boss noch einen Safe-Raum oder was? Hier ist noch was zum Zerkloppen. Spurtlotus. Spurtlotus. Ganz wichtig. Sensor. Und ich glaube, das war's. Jo, DW, das war's. Nächster Raum. In welchen Raum sind wir jetzt eigentlich? Ich habe nicht mitgezählt, beziehungsweise ich achte gar nicht unten. Links ist immer eingeblendet, welcher Raum. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Das waren drei Wächter. Nein, oder? Nochmal ein fetter Leune. Ebene 23. Schnell hoch erstmal. Oh, und ein Wächter. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Alter, ey. Seid ihr lebensmüde? Nee, Link ist lebensmüde. Ein weißer Leune, ey. Ich bin echt dazu, wahrlich dazu geneigt. So, hier. Den hat er schon mal. Alter. Ey. Alter. Nee, ist nicht drin. Nee, nee, nee. Der kriegt jetzt von mir einen antiken Pfeil rein. Das ist mir echt zu blöde mit dem. Das ist mir echt zu blöde. Alter! Geh weg! So. Nee. Ich bin jetzt viel zu weit, als dass ich jetzt noch hier... Hier. Ciao! Oh. Als ob ich jetzt noch gegen weißen Neuen kämpfe. Hier. Hier, hier, hier. Komm, komm, komm. Mit dem. Los, los, los. Bam. Hier, hier, hier. Bam.
Alter. Hier, hier. Oh, nee, der hat nicht gesessen. Wenigstens habe ich den jetzt mit erwischt. So. Und jetzt... Nee. Ich weiß nicht, ob da noch Räume kommen, deswegen hau ich jetzt mal nicht alles raus. Nee, nein, 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 nein. Uff. Hier. Nein, nein. Alter. Geht doch. Hui, Alter. Das war jetzt... Oh. Nee. Das... Der Kampf gegen den weißen Neuen wäre... Nee. Das wäre mir jetzt auch nicht die... geilen Waffenwert. Das wäre es mir jetzt einfach nicht wert. Ich habe noch den Bogen von dem anderen neuen. Das muss reichen, wenn jetzt noch was kommt. Alter, ey. Kriegen wir einfach mal fett auf den Latz. Bombenpfeile. Bin mir nicht sicher. Vielleicht ist noch auf dem anderen... Ne, ach so. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist auf dem anderen Turm noch was, aber da steht nur einer. Ja, ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt im 24. Raum, oder wo wir sind, noch eine Dual-Exhal-Lanze bekommen. War jetzt gerade echt. Ich glaube, das war eine der herausforderndsten Stellen, die ich bis jetzt in Zelda hatte. Und stellt euch vor, man spielt das auch noch auf schwer durch. Alter. Hui. Was erwartet uns? Und? Ja, geschafft. Geil. Alter, und warum ist hier kein Text? Hm? Wo ist der Text? So können wir uns da nicht blicken lassen. Wir nehmen die Lanze und den Königsbogen. Und natürlich das Königsschild und eine Rüstung haben wir ja nicht anderes. Jetzt haben wir ein fettes X auf dem Rücken. Und weil wir ja so cool sind, geht's ein bisschen schneller. So viele Treppen. Ich habe gerade so viel Gegner platt gemacht und dann muss ich so viele Treppen latschen. Ist ja unglaublich. Oh, da ist eine Waisenversammlung. Aha, aha. Untersuchen. 6, 7 Weise. Du hast die Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Auftrag der Göttin Hylia erschufen wir diesen Schrein der Prüfung. Nur wer die Prüfung des Schwertes besteht, ist dieser heiligen Waffe würdig. Nun besitzt der Held die Kraft, die Verheerung zu besiegen. Somit ist unser Dienst erfüllt. Höre uns an, Held. Das wahre Licht des Masterschwertes liegt nun in deinen Händen. Und sie lösen sich alle auf. Nutze es, um Hyrule zu bewahren.
Da, Link, ja, grinst auch ein bisschen. Ja, schauen wir noch mal kurz rum. Sehr witzig hier. Aber man kann halt nichts machen, außer halt das Schwert herausziehen. Das Schwert aus dem Stein. Alter, die Szene ist geil. Das war's. Geschafft. Geil. Prüfung des Schwertes geschafft. Da, wir sind aus der Prüfung wieder zurück. Passiert denn jetzt? Da bist du ja wieder. Nun besitzt du die körperliche und geistige Stärke, die volle Kraft des Masterschwertes zu beherrschen. Wirklich beeindruckend. Prüfung des Schwertes hat das wahre Licht entfesselt. Jetzt bist du wirklich der Gebieter dieses Schwertes. Sein heiliges Licht steht dir wirklich gut, muss ich sagen. Ich werde deine Reise von hier weiter verfolgen. Die Hohepriorin ist darin. Ich bin mir sicher, sie stand dir bei, dieser Prüfung unsichtbar zur Seite. Geil. Das ist natürlich geil, dass wir jetzt die Stärke des Masterschwerts immer vollständig haben. Und nicht nur in der Nähe von Wächtern, wie es davor der Fall war. Moment mal. Eins, zwei, drei. Und schöne Licht. Boah, jetzt leuchtet das auch. Natürlich geil. Hier, Rasenmähen in einer Reihe. Bäm. Geil. Ja, das war die Prüfung des Schwertes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich denke mal, die nächste Folge Zelda geht dann. Ah, nee. Ich habe das jetzt im Voraus aufgenommen. Das heißt. Moment. Lasst mich mal kurz überlegen. 3, 4. Boah. Da werden 4 Folgen raus. Also würde ich sagen. Ja, ab der. Dritten. Ja, ich würde fast schon sagen, ab der, wenn die letzte Folge hochgeladen wird, also diese, wo ich das jetzt sage, ab da wird dann im Let's Play das Masterschwert komplett. Ah nee, schon früher. Schon früher. Ah, egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Masterschwert komplett entfesselt. Und ja, wir sehen uns in dem ein oder anderen Let's Play.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao Leute. Viel Spaß euch.